Wir hatten zuvor bereits Historien betrachtet und definiert, welche Anforderungen gelten müssen, damit Historien geeignet sind für die Ausführung im Datenbanksystem. Historien sind verzahnte Ausführungen, im Allgemeinen verzahnte Ausführungen von Operationen der beteiligten Transaktionen. Es muss gelten, dass eine Historie serialisierbar sein muss. Das heißt, sie muss äquivalent sein zu einem seriellen Schedule. Die Aufgabe des Datenbank-Schedulers, den wir hier sehen, ist es nun zu gewährleisten, dass dieser Scheduler nur die einzelnen Operationen durchlässt, das heißt eine Historie erzeugt, die serialisierbar ist. Die Operationen dieser Historie werden dann vom Datenmanager ausgeführt. Das heißt, tatsächlich die Datenzugriffe werden durchgeführt. Die Idee hinter diesem Scheduler, den wir jetzt betrachten werden, dem sogenannten Zwei-Phasen-Sperrprotokoll, ist es, Sperren auf einzelne Datenelemente zu lassen. Und diese Sperren synchronisieren dann mit dem Zugriff, den gemeinsamen Zugriff auf Daten. Wir ignorieren hier, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Sperren zu definieren. Wir betrachten hier nur abstrakte Sperren auf Objekten X. In diesem Fall können wir davon ausgehen, dass das Seiten sind oder Tupel. Es gibt auch eine Unterscheidung zwischen Sperren auf ganzen Tabellen, Sperren auf Indexstrukturen und so weiter. Wir gehen hier auf eine abstrakte Ebene und bezeichnen die Elemente, die wir sperren, wieder mit X und Y und so weiter, wie in den Historien zuvor. Das heißt, der Scheduler fordert für diese einzelnen Transaktionen und für die Befehle der Transaktionen Sperren an. Je nachdem, ob ich lesen oder schreiben möchte, fordere ich hier Lese- und Schreibsperren an. Und ich schaue dann natürlich, oder der Scheduler schaut dann, ob es schon Sperren gibt auf dem Objekt. Und je nachdem, ob die Sperren verträglich sind, lässt dann die neue Sperre zu oder lässt diese neue Sperre nicht zu. Hier sehen wir in der Illustration, welche Sperre aktuell auf einem Objekt X liegt. Also entweder keine Sperre, No Lock, eine Lesesperre oder eine Schreibsperre, X für Exclusive Lock. Wir sehen hier, welche Sperre angefordert wird und jeweils durch Plus oder Minus dargestellt, ob diese Möglichkeit kompatibel ist. Das heißt, wenn ich keine Sperre auf dem Objekt habe und fordere eine Sperre an zum Lesen, dann klappt das natürlich. Ebenfalls für die neue Sperre für das Schreiben. Wenn ich eine Lesesperre bereits habe auf dem Objekt X von einer anderen Transaktion, dann kann ich ebenfalls eine Lesesperre beantragen. Ich kann allerdings dann nicht eine Schreibsperre beantragen. Wenn es auf dem Objekt X bereits eine exklusive, also eine Schreibsperre gibt, kann ich dann weder eine Lesesperre noch eine Schreibsperre anfordern. Wenn ich hier betrachte, welche Sperre angefordert wurde, sehe ich hier das Resultat, welche Sperre aktuell auf diesem Objekt gilt. Natürlich, wenn ich eine Sperre zum Lesen anfordere, und es vorher gar keine Sperre gab, habe ich eine Lesesperre. Dementsprechend, wenn es vorher eine Schreibsperre gab, habe ich jetzt immer noch eine Schreibsperre. Wenn ich eine Schreibsperre hatte und eine Lesesperre anfordere, ja, dann das darf ich ja sowieso nicht machen, deswegen ist hier auch kein Eintrag angegeben. Und wenn ich keine Sperre habe und eine Schreibsperre möchte, dann habe ich dementsprechend eine Schreibsperre. Und die anderen beiden Fälle sind ja auch nicht zugelassen, weil die nicht kompatibel sind. Das heißt, der Scheduler und wir auch in den folgenden Folien gehen jetzt her, schauen uns so eine Historie an von Lese- und Schreiboperationen und wir müssen dann Buch führen über die einzelnen Sperren, die gewährt worden sind und die beantragt werden sollen und schauen, dass diese Sperren so ablaufen, dass wir am Ende einen Ablauf haben von diesen Operationen, der nicht blockiert. Und wir auch keine Konflikte haben, das heißt Sperren zulassen, die nicht kompatibel sind.
Das Zwei-Phasen-Sperrprotokoll, kurz 2PL, ist wie folgt definiert. Also die Folie ist ziemlich voll, aber die Definition ist recht einfach. Bedingung 1. Jedes Objekt, das benutzt werden soll, muss vorher gesperrt werden. Entsprechend der Operation, die ausgeführt werden soll. Das heißt, wenn ich eine Schreiboperation habe, muss ich hier eine Schreibsperre beantragen. Entsprechend gilt es für die Lesesperre. Eine Transaktion fordert eine Sperre, die sie schon besitzt oder benutzt, nicht erneut an. Eine Transaktion muss die Sperren anderer Transaktionen einhalten bezüglich der Kompatibilität, die wir zuvor gesehen haben. Wenn die Sperre nicht gewährt werden kann, weil aktuell eine andere Sperre auf dem Objekt liegt, die nicht kompatibel ist, muss die aktuelle Transaktion warten. Das heißt, wir fügen diese in eine Warteschlange ein, bis die Sperre gewährt werden kann. Das macht auch eine Menge Sinn. So, jetzt dazu, warum dieses Protokoll Zwei-Phasen-Sperrprotokoll heißt. Denn es hat zwei Phasen. In der ersten Phase, der sogenannten Wachstumsphase, werden die Sperren angefordert, aber keine Sperren freigegeben. Das heißt, wir haben eine Phase, in der die Anzahl der Sperren wächst für jede Transaktion. Dann haben wir irgendeine Phase, wo Bearbeitung stattfindet. Natürlich kann hier auch andere Dinge stattfinden. Und am Ende, in der Schrumpfphase, werden die Sperren wieder sukzessive freigegeben. Aber, und das ist ganz wichtig, in dieser Schrumpfphase werden keine neuen Sperren mehr angefordert. Bei End of Transaction, also beim Transaktionsende, muss eine Transaktion alle ihre Sperren zurückgeben. Ja? Also recht intuitiv. Der Name kommt, wie gesagt, aus diesen zwei Phasen. Wachstum, wo Sperren angefordert, aber keine freigegeben werden. Und dann die Schrumpfphase, wo die erworbenen Sperren freigegeben werden, aber keine neuen mehr angefordert werden dürfen. Das sieht wie folgt aus. Illustriert habe ich das ja gerade schon. Hier noch ein bisschen ausführlicher. Wir haben auf der Y-Achse die Anzahl der Sperren einer Transaktion und hier die Zeit auf der X-Achse. Wachstumsphase, Schrumpfphase dementsprechend. Formal definiert klingt das 2PL-Protokoll folgendermaßen. Ein Sperrprotokoll ist zweiphasig. Wenn ich für jede Transaktion, die ich betrachte, TI, kein Log anfordere, nachdem ich ein erstes Unlock ausgeführt habe. Das heißt, sobald ich das erste Unlock auf irgendeinem Objekt anweise, also die Sperre aufhebe, darf ich kein neues Log auf irgendeinem anderen Objekt mehr anfragen oder bekommen. Wir werden diese Log-Anforderungen oder Log-Gewährungen RL schreiben für Read-Log oder WL für Schreib-Log und dementsprechend eben RU für Read-Log-Unlock, also das Anlocken der Lesesperre und dementsprechend WU für das Anlocken der Schreibsperre. Das heißt, wie es oben im Syntax steht hier, darf ich kein Log haben nach dem ersten Unlock. Das 2PL-Protokoll erzeugt ausschließlich serialisierbare Historien. Das heißt, 2PL garantiert die zuvor definierte Serialisierbarkeit basierend auf der Notation von dieser Äquivalenz auf den Konfliktoperationen. Warum das der Fall ist, kann man sich recht einfach vorstellen. Wir haben ja in den konfliktserialisierbaren Historien diese Notation von Konfliktoperationen. Das heißt, Write und Read sind Konflikt oder Read und Write sind Konflikt und wie Write und Write sind im Konflikt. Und wenn ich jetzt diese Historien betrachte und hätte jetzt hier eine 1 und eine 2
und in derselben Historie eine 2 und eine 1, die danach folgt, dann kann ich ja diese Logs irgendwie nicht hergeben, denn ich habe ja hier einen Log auf der Transaktion, für die Transaktion 1 auf einem Objekt. Auf dem gleichen Objekt habe ich hier einen Read. Das heißt, ich muss warten, bis das wieder freigegeben wird. Umgekehrt habe ich hier auf einem anderen Objekt einen Read-Log und möchte hier das Write-Log haben. Muss also auch warten. Das heißt, Transaktion 2 wartet auf Transaktion 1, Transaktion 1 auf 2. Das heißt, wir würden hier das so nicht ausführen können in 2PL. Das heißt, diese Historie, die solch einen Ausdruck hat oder solche Schritte hat, wird nicht durch 2PL erlaubt. Das für die Intuition, warum 2PL serialisierbare Historien erzeugt. Man könnte sich auch vorstellen, weil wenn ich diese Wachstumsphase habe, das kann ja sein, wie gerade illustriert, dass eine Transaktion auf die eine wartet und die andere auf die andere, das heißt, man hat irgendeinen Deadlock. Es wäre doch wahrscheinlich intelligenter, wenn wir sagen würden, dass jede Transaktion gleich zu Beginn in einem Schritt alle Sperren anfordert, die diese Transaktion jemals braucht. Das nennt man Pre-Claiming, also im ersten Zeitschritt direkt alle Sperren beantragt und dann später nach und nach freigibt. Das Problem dabei ist, dass das nicht realisierbar ist in der Praxis. Denn es sind natürlich in Ihrem Anwendungsprogramm, das Sie schreiben, nicht alle Sperren vorher bekannt. Das heißt nicht, dass das Anwendungsprogramm die kennen muss, aber Sie haben natürlich verschiedene SQL-Anweisungen, die Sie ausführen können, in verschiedenen Fällen Ihre If-Else-Anweisungen und so weiter. Das heißt, was das Anwendungsprogramm wirklich tut, auch mit Benutzereingaben und so weiter, ist natürlich vorher nicht absehbar. Dass Sie können diese Datenbank Objekte X gar nicht vorher sperren, wenn Sie gar nicht wissen, welche Sie genau heraussuchen aus der Datenbank später. Das heißt, das ist eine nette Idee, aber in der Praxis nur schlecht oder gar nicht umsetzbar. Die zweite Änderung von 2PL, die zweite Einschränkung, nennt sich striktes 2PL. Da werden alle Schreibsperren bis zum Ende der Transaktion gehalten. Das heißt, man kann die Lesesperren schon früher freigeben. Aber die Schreibsperren werden ganz am Ende erst in einem Rutsch freigegeben. Dieses strikte 2PL wird in praktischen Implementierungen am häufigsten eingesetzt. Striktes 2PL erzeugt serialisierbare und strikte Historien. Jetzt können Sie zurückgehen zur Definition von strikt. Das war ja so definiert, dass wenn ich ein Schreiben habe von einer Transaktion auf Objekt X, dass ich danach ein Lesen oder ein Schreiben einer anderen Transaktion auf X haben kann, aber nur, wenn hier vorher ein Commit der Transaktion 1 steht. Wie man sich hier vorstellen kann, ist es eben genau dieser Fall, dass ich am Ende erst diese Schreibsperren freigebe und dann natürlich erst diese Read- oder Write-Operation anderer Transaktionen stattfinden kann. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Verschärfung, das sogenannte starke 2PL oder auch im Englischen Strong Strict 2PL, SS2PL im Gegensatz zu S2PL hier oben. Da werden alle Sperren, also auch die Lesesperren, einer Transaktion bis zur Terminierung, also bis zum Ende der Transaktion gehalten. Hier ist ein Beispiel eines Eingabeschedules, einer Historie. Schedule und Historie verwenden wir die Begriffe hier synonym. Also dieses Schedule S1. Sie sehen, wie der ausschaut. Das sind drei beteiligte Transaktionen, T1, T2, T3. Und der 2PL-Scheduler transformiert diesen Scheduler jetzt in eine Ausgabe, eine Ausgabehistorie.
Und zwar funktioniert das wie folgt. Wir beginnen natürlich mit diesem W1x und dafür fordern wir erst einmal die Sperre an, und zwar die Schreibsperre auf diesem Objekt x. Da es hier noch keine andere Sperre gibt, wird diese Sperre gewährt und wir können diese Operation ausführen. Wir sehen, dass jetzt die zweite Transaktion x lesen möchte. Das heißt, wir haben eine Anforderung auf eine Lesesperre. Wir wissen aber, dass hier oben schon diese Schreibsperre auf x besteht und Les- und Schreiboperationen natürlich im Konflikt stehen. Wir haben gesehen in dieser Kompatibilitätsmatrix, dass Les- und Schreibsperren nicht kompatibel sind. Das heißt, wir können hier nicht diese Sperre gewähren. Das heißt, Transaktion 2 muss warten, bis hier oben die Schreibsperre auf x freigegeben wird und kann dann erst die Lesesperre auf x bekommen und dann dementsprechend x lesen. Wir sehen hier oben, dass Transaktion 1 auch noch y schreiben möchte. Wir haben hier die Log-Anforderung für die Schreiboperation auf y. Wir sehen aber hier, dass zuvor Transaktion 3 y lesen wollte. Das heißt, in diesem Falle hätten wir hier vor schon die Log-Anforderung für das Lesen. Das heißt, diese Log-Anforderung auf Schreiben könnte nicht gewährt werden, sodass Transaktion 1 ebenfalls warten müsste, bis zum Zeitpunkt, wo diese Lesesperre auf x aufgehoben wird. Dann könnte erst Transaktion 1 diese Schreibsperre gewährt bekommen und tatsächlich dann y schreiben. Das heißt, wir haben jetzt den Ablauf, dass in dieser Ausgabehistorie Transaktion 3 zuerst abschließt, dementsprechend danach Transaktion 1, das er warten musste auf 3 aufgrund dieser Y-Sperre, und dann erst Transaktion 2, das er warten musste auf x bezüglich dieser angeforderten Lesesperre, wo es schon eine Schreibsperre gab. Es kann dabei natürlich zu Konflikten kommen im Sinne von Deadlock, dass eine Transaktion auf die andere wartet. Das lässt sich hier eben nicht im Allgemeinen vermeiden. Kann man sich so illustrieren: Wir haben eine Leseoperation auf x von T1, eine Schreiboperation auf y von T2. Dann möchten wir auch noch x schreiben und hier y schreiben. Das heißt, wir haben hier einen Deadlock und könnten nicht weiterfahren in der Verarbeitung. Was das Datenbanksystem nun macht, ist das Aufbauen eines sogenannten Wait-for-Graphs. Da stecken alle Transaktionen als Knoten drin und Kanten zwischen den Knoten entsprechen der Wartebeziehung. Das heißt, wenn ich eine Kante habe in diesem Graphen von Transaktion i nach j, heißt das, dass i auf eine von j gehaltene Sperre wartet. Wenn ich so einen Graph habe, in dem Fall würde das ja bedeuten, T1 wartet auf T2 und T2 wartet auf T1. Kann ich jetzt hier hergehen und diesen Graphen auf Zyklen testen, periodisch? In dem Fall ist es einfach zu sehen. Das ist gerade das Beispiel von oben, dass wir hier einen Zyklus haben und kann mir Strategien überlegen, wie ich eben diesen Zyklus auflösen kann. Wie könnte man das hier machen? Ja, wir könnten zum Beispiel T2 abbrechen. Damit würden dann die Sperren aufgehoben, dementsprechend noch die Schreibsperre auf Objekt Y. Diese wäre gar nicht notwendig, weil T2 abgebrochen wird. So könnte dann hier diese Operation ausgeführt werden, weil jetzt die Sperre funktioniert und das System könnte weiterlaufen. Die abgebrochene Transaktion 2 müsste dann neu gestartet werden.
Hier ein etwas komplexeres Beispiel eines Wartegraphen. Wir haben hier zwei Zyklen, die hier angegeben sind, einmal, zweimal. Und in diesem Fall können wir sogar beide Zyklen auflösen, wenn wir T3 zurücksetzen. Die Implementierung zur Zyklenerkennung kann durch eine einfache Tiefensuche in diesem Graphen realisiert werden. Es gibt verschiedene Strategien, welche von diesen Transaktionen nun zurückgesetzt werden, die am Zyklus beteiligt sind. Zum Beispiel die jüngste oder die älteste oder die, die am meisten Sperren hat und so weiter. Abschließend noch eine kurze Bemerkung zu Transaktionsverwaltung in SQL, Standard von 92. Die Definition von Serialisierbarkeit von zuvor, basierend auf diesem Konfliktgraphen, das ist so eine sehr harte Definition, die natürlich nicht wirklich viel Nebenläufigkeit zulässt, weil eben jedes Problem bezüglich Serialisierbarkeit eben vermieden wird. Es kann Anwendungen geben, die mit einer etwas abgeschwächten Form von Isolation leben könnten, also nicht der harten Isolation von Serialisierbarkeit, sondern einer abgeschwächten Definition. Je nachdem kann es sein, dass Ihre Anwendung einfach nur mal die Datenbank explorieren will, also browsen möchte. Es muss nicht unbedingt eine Bankanwendung sein, die auf harte Serialisierbarkeit setzt, sondern Sie können irgendwie eine Analyse über die Datenbank machen. Da brauchen Sie nicht unbedingt volle Serialisierbarkeit. Und so kann man in Anwendungsprogrammen mit diesem Befehl Set Transaction Isolation Level auf verschiedene Stufen setzen. Und eine Stufe davon ist die härteste Stufe, ist eben das, was wir unter Serialisierbarkeit verstehen, im strikten Sinne von Isolation im Asset-Paradigma. Diese Isolationsstufen sind auch beschrieben, wie die implementiert sind, welche Dinge zugelassen werden. Es gibt zum Beispiel Read-Uncommitted, das ist die schwächste Konsistenzstufe, geeignet nur für Read-Only-Transaktionen. Und wie gesagt, sowas wie Browsing, wenn ich einfach mal durch die Datenbank blättern möchte, um zu sehen, was da so drin steckt, ohne irgendeine ernsthafte Anwendung. Hier gibt es überhaupt keine Logs für Read-Operationen. Wir können natürlich inkonsistente oder uncommittete Daten lesen. Und dann ein bisschen stärker ist Read-Committed. Wir haben dann immer noch ein paar Anomalien. Wir haben verschiedene Logs zum Schreiben im strikten 2PL, Logs zum Lesen allerdings nur kurzfristig gehalten und so weiter. Und wenn wir dann weitergehen, haben wir hier Stufen Repeatable Read, das dann wieder eine Verschärfung darstellt. Wir sehen hier, es gibt auch noch andere Anomalien zu den diskutierten in der Vorlesung, hier zum Beispiel das Phantomproblem. Und am Ende haben wir Serializable, das eben volle Serialisierbarkeit fordert, was nicht unbedingt Default ist in den Datenbanksystemen. Wir sehen hier auch, dass die Logs hier zum Lesen schreiben im strikten 2PL gehandhabt werden. Es werden zusätzlich auch noch andere Logs ausgegeben, sogenannte Prädikate-Logs oder auf Indexstrukturen, sodass hier keine Konflikte zwischen den oder keine Verletzung der Isolierung zwischen zwei Transaktionen eintreten kann. Problem mit Locking ist natürlich, dass Transaktionen Logs länger halten könnten, als sie wirklich notwendig sind, insbesondere aufgrund von 2PL. Da darf man ja erst Logs freigeben, wenn man sicher ist, dass man danach keine Logs mehr anfordern muss. Die Locking-Strategien oder allgemein Locking kann eben Deadlocks verursachen, so wir brauchen auch einen Deadlock-Erkennungsmechanismus. Locking ist allgemein als pessimistischer Ansatz zu bezeichnen, mit der Annahme, dass es schief geht, wenn es schief gehen kann. Es gibt deswegen verschiedene andere Möglichkeiten, diese Synchronisation, also die Mehrbenutzersynchronisation zu gewährleisten. Dazu auch mehr im Winter in der Datenbanksystemvorlesung.